Hallo und willkommen, meine Freunde, zurück zum Gas Station Simulator bzw. zum Tankstellen Simulator. Wir haben wieder eine Menge an Aufgaben, gerade am Anfang. Wir sollen drei Regale kaufen, aber wir können die Regale noch nicht hinstellen, weil die Wand mir halt noch zu dreckig ist. Die würde ich schnell noch gerne, ja, streichen, bevor ich dann Regale hinstelle. So, der hupt schon wieder. Warum hupt der da? Oh, da kommt ein anderer Kunde noch. Aber sieht doch schon nicht schlecht aus, die Tankstelle, oder? Holen wir hier die 100 Liter, damit wir ein bisschen Reserve haben. Kunde an Kraftstoff, ja. Hier ist auch der Lieferant am Kraftstoff. Komm, schließ den Schlauch an eben. Alles klar, drehen wir da mal auf. Zack. Der Herr, die Dame, wo sind sie? Der Herr. Thanks a bunch. Dankeschön. Kommen Sie bald wieder. Oh, bist du hier fertig? Ja, dann kannst du wieder fahren. Dankeschön. So, wir müssen ja hier, wie gesagt, noch ein bisschen sauber machen. Auch noch. Also am Anfang ist es ein bisschen stressig, gar keine Frage. Diese Wand haben wir gestrichen, ich würde trotzdem eben schneller weiter streichen wollen. Dann machen wir es jetzt von hier innen auch schön. Zack. So, dann machen wir jetzt mal das Tutorial weiter. Wir sollen kaufe drei Regale am Pizza. Warum steht da 0 von 2? Komisch. Okay, also Einrichtung sollen wir kaufen. Okay. In Level 1, wir können ja unsere Tankstelle bis maximal Level 5 hochleveln, glaube ich. Level 1 können wir nur Getränke und Essen kaufen. Aber ich würde jetzt sagen, wir kaufen eins. Nehmen wir ein großes Dreck für 200 oder nehmen wir ein kleines? Das ist die Frage. Ich würde dann 1, 2, wir sollen nur 2 kaufen statt 3. Nehmen wir mal hier das Inventar, haben wir die hier drin, Regale. Zack, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die natürlich vernünftig hier platzieren. Na, stehst du vernünftig, es geht. Schön sieht anders aus, aber komm, wir wollen uns nicht beschweren. Nicht gerade, so würde ich sagen, oder? Also gerade sieht wirklich anders aus, Freunde, aber lassen wir das mal so. So, dann schauen wir mal. Kaufe zusätzliche Parkplätze am PC. Oh, und Kunde. Guten Tag. Awesome. Sehr gut. Also, wir sollen einen zusätzlichen Parkplatz kaufen. Einrichtung, Parkplatz. Okay, der ist hier draußen. Kaufen. Kann nicht gekauft werden, bevor der Bereich gereinigt ist. Okay. Das heißt, wir müssen wieder mit unseren Dings. Wir machen mal am besten die Tanke zu. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe. Auch wenn wir jetzt kein Geld verdienen in dem Moment, aber was soll's? Pack Tanke zu. Könnte ich mal eben hier noch für Freddy oder wie hieß er? Freddy hieß er, genau. Machen wir mal eben hier voll.
Wieso kommt die Polizei hier rein? Meine Tankstelle ist zu. Hallo? Dann machen wir direkt den nächsten Parkplatz mit. Wer weiß, wie viel wir kaufen müssen. Oder müssen wir mehrmals fahren? Machen wir das jetzt schnell noch weg hier. Und den einen Haufen machen wir auch weg. Wie gesagt, wir haben ja hier geschlossen. Von daher passt das ja dann schon. Ne? Das sind noch zwei Haufen eigentlich, die wir wegmachen müssen. Ne? Aber unser Sprit geht ganz schön schnell weg, würde ich sagen. Ne? Also Rudi ist ein bisschen hungrig, würde ich sagen. Oder was sagt ihr dazu? Bin mir nicht so sicher, aber die ist ganz schön hungrig. Aber das sind jetzt alles so Aufgaben, die man schnell erledigen kann, wenn die Tankstelle zu ist. Wir verdienen zwar jetzt wieder kein Geld mehr, aber egal. Wir müssen ja auch schauen, dass wir hier vorankommen, ne? Dann hätten wir den Sandhaufen nämlich auch weg. Dann ist noch einer da. Können wir den wegmachen. Dann haben wir da erstmal Ruhe. Ich hoffe, dass wir den einen Haufen jetzt nochmal in einer Schaufel reinbekommen. Aber ich glaube, uns geht jetzt gleich der Sprit aus. Da müssen wir nochmal einmal tanken. Dann holen wir eben mal schnell Sprit. Aber die hat doch eine schöne Farbe. Machen wir die Beams, die machen wir gleich noch in einer anderen Farbe. Dann sollte das Ganze laufen und passen. Dann ist es doch voll. Ja gut. Dann hätten wir den Haufen nämlich auch schon mal weg. Und dann können wir den Rudi wieder abstellen. Dann lassen wir den einfach mal hier stehen. Die Autos fahren hier vorbei.
So, dann schauen wir mal. Kauf und platziere einen PC. Was? Aufgabe ist kaufe. Also zusätzlich Parkplatz nochmal erkaufen. Also, kaufen wir mal einen Parkplatz. Kaufen. Haben wir gekauft. Zack, jetzt haben wir den ersten Parkplatz, wo die Kunden auch parken können. Ne? So, nehme den Anruf von deinem Onkel entgegen. Okay, dann laufen wir schnell zur Tankstelle. Ah, ich komme. Hello. I see the business is doing well. I'm calling to congratulate you on successfully getting it off the ground. But you can't run a business on fuel alone. I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Time to talk money. You now owe me. Well, I'll send you the invoice to your email. Don't miss it. I'm sorry, nephew, but there is just no room for charity in this world. I hope you'll find it within your finances to repay the debt. Otherwise, we'll be forced to see to more persuasive methods of reimbursement. Don't have me wait too long now. Goodbye. Ja, also, er hat wieder erzählt, wir sollen Regale füllen und so, denn wir können alleine vom Spritverkauf nicht leben. Und ja, wir sollen eine Bestellung machen halt, ne? Beziehungsweise hier die Waren, die jetzt hier sind, sollen verkauft werden. Und ja, wir werden jetzt trotzdem schnell mal gucken, dass wir jetzt hier unsere Tankstelle weiter in den Griff bekommen. Also wir haben jetzt hier ersten Stellen, wo die Autos sich hinstellen können. Und wir haben ja gelernt, wir können die rein theoretisch auch knacken. Ne? Und ich würde aber trotzdem sagen, wir streichen jetzt mal im Sommer die mal weiß streichen. Ja. Nein, 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 nein. Das ist ja falsch. Wartet mal. Ja, ich mach den jetzt weiß, ne? Verdammte Axt. Das wollte ich eigentlich nicht. Und wir hatten den ja als. Dann geht das nämlich. Ich habe gedacht, man könnte zwei Farben streichen. Sieht aber kacke aus. Dann streiche ich da nochmal drüber. Das war ja unsere Farbe hier. Jetzt habe ich das Dach. Auch nicht schlecht. Wollte aber hier vorne, ne? So, hätten wir das mal sauber wieder. Na, Dach sieht jetzt nicht ganz so toll aus. Ich hätte es mir anders gewünscht, aber was soll's. Und mal schnell, dass wir hier noch weiter das Zeugs wegbekommen. Ganz nicht, ich schmeiße es lieber direkt rein, sonst müssen wir es so oder so zweimal anfangen. Das ist ja Blödsinn. Bedienen den Kunden an der Kasse, ja. Wenn wir aufmachen, dann kommt der Kunde schon zur Kasse. Aber ich möchte erstmal hier ein bisschen das Chaos beseitigen. Wir haben alle Zeit der Welt, Spiel. Hoffe ich zumindest. Also wenn in Amerika alle Tankstellen so sind, dann oh wei. Vorletzte hier. Da liegt da noch eine Flasche. Flasche noch, aber die könnten wir eigentlich nutzen, um den Typ da, wie er Dennis oder wie der heißt, da zu bewerfen, wenn der kommt. Ne? So haben wir jetzt alles erledigt. Also hier haben wir gestrichen, da haben wir gestrichen, hier haben wir die Beams noch nicht gestrichen. Oh, sehr gut. Mal hier die Rollo-Dinger können wir auch streichen. Dann auch.
Sehr schön. Soll ja ein bisschen ordentlich aussehen, ne? Ah, es war wieder klar, ne? Dass ich hier wieder rumsauen muss. Komm, weiter geht's. Text. So, noch wie viele? Ein, zwei. Dankeschön. So. Dann schauen wir jetzt mal. Jetzt können wir eben noch hier innen schnell noch weiter streichen, würde ich sagen. Zumindest hier im Kassenbereich, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und dann eröffnen wir den Bums wieder hier, ne? ja. Machen wir so. Sehr schön. Das war wieder nicht so toll. Prima. Also hier innen geht ja mal gar nichts, oder? So, die letzte Wand. So. Dann hätten wir das jetzt mal. Dann machen wir noch sauber und dann können wir wieder öffnen. Dann hätten wir das nämlich geklärt. Wo geht schon wieder Telefon hier? Wer ruft denn jetzt schon wieder? Hey, Pong! Where's our goddamn Hey, was money? soll das? Wer bist du? Au, 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 ouch. Verdammte Axt. War tot? Nicht ein Geist? Verdammt. Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Glaube ich, oder? Hä? Scheiße. Oh, tut mein Gesicht weh. Hey, nephew. Back on your feet? I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake, a serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business. And I don't make bad business decisions. Let's forget about this debacle for the time being.
As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery. No strings attached. However, you will need to make the warehouse operational again to receive it. Somehow. You're a resolute lad. You'll figure it out. Ein dämlicher Geschäftspartner hat einen Kredit aufgenommen, damit wir den Scheiß da füllen können. Die Regale hat was bestellt, hat ja da drauf gedrückt und dann, wie gesagt, ist es passiert. Die Geldeintreiber kamen und haben mich niedergeknüppelt. Der Drecksack. Aber warte mal, das kriegt er noch zurück. Ich würde sagen, ich habe Kopfschmerzen. Ich leg mich hin, mir brummt der Schädel, alles. So eine habe ich aufs Maul bekommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss, ciao und bye bye.